In der Corona-Krise, da war die Stadt den Gastronomen entgegengekommen. Sondergebühren wurden erlassen, mehr Außenbestuhlung gestattet. In der Post-Corona-Zeit ist es mit diesen Extras vorbei. Das sorgt hier am Münsterkirchhof in Hameln für Unverständnis. Ich bin Reza Amiri, Geschäftsführer von Papa Hemingway. Und wir müssen immer uns verkleinern. Und unser nächstes Anliegen ist bei uns Donnerstagabend, wenn wir Live-Musik haben. Das heißt Donnerstagabend, es geht um 3 Stunden Musik, 22 Uhr ist Schluss. 3 Stehtisch haben wir vor der Gitarre auf der Seite und 4 Tische und Bänke hier auf dieser Seite. Wir stören keine Mensch, wir haben keine Behinderung aufgebaut, nur vor die 3 Stunden. Warum kriegen wir das nicht, keine Erlaubnis? Letztes Jahr haben wir bekommen, wir haben auch vor die Quadratmeterhaus extra bezahlt und dieses Jahr haben sie abgelehnt. Warum? Die Stadt habe den Betreibern gestattet, auch außerhalb ihres Biergartens Tische und Stühle aufzustellen. Doch damit soll nun Schluss sein. Eine erweiterte Außenbestuhlung wurde nicht genehmigt, weil der Münsterkirchhof sonst zu überbelebt sei. Das hätten die Betreiber als Grund genannt bekommen. Das Rathaus gab erstmal keine Stellungnahme dazu ab. An diesem Abend spielt das Duo Crunchyrolls im Biergarten. Und Sängerin Anna, die wundert sich auch über diese Entscheidung. Verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz. Ich weiß auch nicht, ob überbelebt in dem Fall gut oder schlecht ist. Das kann ich gar nicht, das ist ein putziges Wort. Habe ich so auch noch nicht gehört. Nee, verstehe ich nicht. It's a wonderful, wonderful life. Wir sind heute hier im Papa Hemingway in Hameln. Wir freuen uns ganz doll auf ein schönes Konzert. Aber ich habe auch schon von Reza gehört, von dem Wirt, dass es doch einige Beschränkungen auch gibt nach Corona-Zeit. Wir Künstler haben ja auch echt eine harte Zeit hinter uns. Also mit Konzerten überhaupt, dass wir was machen konnten und so, und freuen uns jetzt halt einfach wieder Musik zu machen. Und dann gibt es doch einige Einschränkungen, dass die Leute dann sagen, irgendwie, nee, das soll nicht so sein und dann ist es so laut oder irgendwelche Bestimmungen und so. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn einfach Kultur wieder gefördert wird, dass die Künstler irgendwie wieder Konzerte machen können. Und das ist ja auch fürs Publikum. Die Leute finden es ja auch schön, ne? Wenn einfach wieder Musik ist. Das ist meine Meinung. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh or cry. It's a wonderful, wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. It's a wonderful life. Das war ja nur ein Soundcheck. Das war nur ein Soundcheck, danke.